Liebes Rammstein-Empörium, Gottlob, gab es zu Lebzeiten von Elvis Presley kein MeToo. Sonst würde sein Sarg nicht auf der beschaulichen Graceland Ranch in Memphis unter 3 Metern Erden liegen. Er als ewige Legende verehrt werden, sondern die sterblichen Überreste des King of Rock'n'Roll ewig in einem grauen Frauengefängnis unter Bewachung von euch kurzgeschorenen, verhärmten und hässlichen Feministinnen versperrt sein. Seine Aftershow-Partys sollen ja auch nicht ganz jugendfrei gewesen sein, sagt man zumindest. Nun habt ihr versprengtes Häuflein euch gegen Rammstein verschworen, die Bösen, die Sexisten, die alten weißen Männer. Dagegen, dass seit Jahrzehnten vornehmlich junge Mädchen sich bewusst auf das fragwürdige Abenteuer einlassen, im Backstage-Bereich einer Rockband mitzufeiern. Drugs, Sex and Rock'n'Roll begleitet solche Abende, sagt man seit Jahrzehnten. Ist jedem Menschen bekannt. Und nein, sexuelle Gewalt ist ein absolutes No-Go. Wer sich dessen schuldig macht, soll von einem ordentlichen Gericht dafür bestraft werden. Aber sicherlich nicht von euch, die ihr zwar vor den Rammstein-Konzerten tapfer steht, man aber euch schmerzlich vermisste, wenn einer von euch Linken der Kinderpornografie überführt, fürstlich in Luxusrestaurants dinierte. Und noch schmerzlicher habe ich euch vermisst, als ein kleines Mädchen brutal vergewaltigt, getötet und wie ein Müllsack abgelegt wurde. Und euer lautes, dröhnendes Schweigen schreit zum Himmel, wenn man an die unzähligen vergewaltigten Frauen denkt, die in die Fänge eurer neuen Facharbeiter gerieten. Schweigen im Walde gilt, wenn es zu Massenvergewaltigungen durch eure neuen Glückskinder kommt. Da wird verduscht, da wird geschwiegen, da hört man kein Wort. Da sieht man nichts, da hört man nichts, da sagt man nichts. Denn eure Empörung und das eurer hysterischen Meute beschränkt sich ja nur darauf, wenn die Grenzüberschreitung exakt ins ideologische Konzept passt. Wenn ein sogenannter alter weißer Mann sich daneben benimmt, beginnt euer Hexenprozess der Vorverurteilung. Eine Folge der unsäglichen MeToo-Bewegung, die die Karriere eines unschuldigen Kevin Spacey restlos zerstörte und er nun in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Rechtskräftig. Davon kann er sich nichts abbeißen, denn ihr und eure Medien habt ihn ohne jeden Richterspruch kaputt gemacht, ruiniert, zerstört. Aber so seid ihr eben, ein Häuflein künstlich Empörter, innen, wenn es ins Konzept passt. Sonst haltet ihr das gegenderte Maul, ihr Heuchler, innen. Aber Hauptsache, das Spinnen passt.